so was Leckeres zu essen? Nein, Sarah, wie oft noch? Was sind so? Es jetzt? Ist nicht lecker, aber ich weiß auch nicht, wie es schmeckt. Hä? Dann probiere ich einmal. Willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du dich traust, ich bin. Ich habe eine Aufgabe für dich, okay? Nein, ich habe keine Aufgabe. Ja, weil du mich vorhin angelogen hast. Du, wann habe ich dich angelogen? Ich habe dir eine ganze Schüssel Chips heute gegeben. Ja, Gott sieht dich, das weißt du hoffentlich. Gott sieht dich. Und Gott will nicht, dass du lügst. Ich habe auch nicht gelogen. Und weißt du, ich habe noch sehr viel von den Chips. Ja, schön. Willst du sie haben? Ja, alles dann. Aber dafür musst du mir die Wasserflasche bringen. Aber alles dann. Okay, ja. Ja! Aber bitte eine volle Wasserflasche, ja? Du nutzt hier Kinder aus? Du nutzt hier Kinder aus? Ich! Ja. Sei wie eklig! Leute, merkt ihr einen Unterschied, was ich neue Haare gemacht habe? Ja, okay. Bitch, gubbel, gubbel. Was sagst du, weißt du, was Bitch bedeutet? Nein, erklär's mir. Lampe bedeutet das eigentlich. Wow, eine Lampe. Sie hatte gesagt, Lampe. Lampe. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einer neuen Witze-Episode. Wir sind endlich soweit. Ich glaube, es ist über einen Monat her, dass wir eine Witze... Ich liebe mein Outfit und meine Haare. Damn, girl! Damn! Es ist über einen Monat her, dass wir eine Witze-Episode gedreht haben und jetzt ist es wieder du soweit. Du schaust wie ein Wolken aus. Wer? Sarah, wie ein Wolken. Ich sah, sieht wirklich heute aus wie eine Wolke. Und du schaust heute nicht so gut aus. Warum? Oh. Die Haare sind frisch geschnitten, Seiten auf null. Die habe ich noch nie angehabt und deswegen habe ich sie wie Billie Eilish gehabt. Ich habe hier wieder meine Schwestern, die sogenannten Schwestern, versammelt, um eine sogenannte Witze-Episode zu drehen. Nicht beide sind meine biologischen Schwestern, vergesst das nicht. Bla bla bla. Leute, bitte hört auf, im Insta zu schauen, wirklich. Sie sagen sogar mir, ich sah wirklich adoptiert und ich hasse das selber. Ja. Alle Leute schreiben mir vor. Das Ding ist halt, das ist ein Thema, über das wir ungern sprechen. Also lass halt die Schnauze. Red nicht so mit Sahai. Oh, shit. Aber nur für die Chips eigentlich. Darf ich? Nein. Okay. Oh. Weil du hast mich... Ja, aber Sana, teilen ist wichtig. Willst du's? Ja. Er hat so gemacht. Ah, nein. Sie hat die Chipspackung gefragt. Oh mein Gott. Nein, er möchte nicht. Gib bitte. Es ist ein Er, er hat ein Ei. Aber warum nur eins? Ja, eben. Was? Warum nur eins? Du willst nur ein Stück Chips? Okay, dann. Nein, ich will nicht ein Stück Chips. Nein, ich meine, warum? Er meinte, warum hat er nur ein Ei und nicht mehrere Eier? Ja, verstanden. Wow. Sana, gib jetzt her. Sana, wenn du so hoch. Mann, Sana, schau, du hast Cookies. Sie hat Chips. Aber, sie will Cookies, aber, du willst Chips. Gib mir Cookies und nimm Chips und das Problem ist gelöst. Aber wenn ich was Süßes esse, brauche ich immer was Salziges und dann esse ich wieder was. Aber Alma, es ist mir geschenkt. Geschenk ist Geschenk und ich darf entscheiden, oder? Wie gesagt. Nein, gib jetzt her. Du hast es mir geschenkt. Nein, Alma, ich habe gesagt, nimm einfach. Ich will einfach nur dieses Video drehen. Jetzt gib. Du kannst eine Schüssel holen. Nein, zurück. Sano, hör auf. Hol das selber, du Hund. Sano hat doch Witze in diesem Heft, die sie uns vorlesen. Wieder so ein, zwei Stück. Ich lese hier die Witze vor, die ihr mir geschickt habt. Und ich habe auch Witze von anderen YouTube-Videos, also von anderen YouTubern genommen, also unter ihren Kommentaren. Weil ich einfach so eine gute Mischung haben wollte aus kranken Witzen und Witzen, die ihr mir geschickt habt. Aber ihr habt doch kranke Witze. Also, gibt's vorsichtshalber zu, dass du geklaut hast. Nein, ich glaube nicht, okay? Ich glaube nicht. Ich lasse nur was mitgehen. Was? Ganz gut. Du hast vor einer Sekunde gesagt, ich habe von Menschen, also YouTubern, Witze. Ich find's so lustig. Du lügst, na Gott sieht dich. Wir fangen an mit den Witzen. Der erste Witz fängt ganz locker an, weil das ist nicht mal ein richtiger Witz, aber wir fangen mal an. Was ist ein kleines Kind und furzt immer und tut Chips essen? So! Was? Was? Das bin ich! Okay, das ist... Sarah, hör auf zu lesen! Ja! Okay, hör auf. Nein, der ist nicht so blöd, ich bin zwölf... Ab zwölf lernt man eigentlich alles. Die Tage, die Körperteile, die Schimpfwörter. Das heißt, das kannst du jetzt auch sagen, wo ich... Ja, ich kann eh alle Witze zack, vorlesen. Zack. Was meinst du denn mit den Tage? Es gibt so ein Erdbeerbruch. Wie nennt man einen schwulen Russen? Segegei. Was? Segegei. Nein. Wie? Sergei.
Das meinte ich auch. Weil du abgelesen hast. Sie so Sergei. Sergei, du hast abgelesen. Sergei. Hätte ich bessere Augen, würde ich auch immer ablesen. Ja, also, Gott sei Dank hast du deine Brille nicht dabei. Okay? Ich gehe auch bald im Augenarzt. Ich habe einen Termin. Warum flexst du damit? Das hört sich so an, als würde sie damit flexen. Ich gehe auch bald zum Augenarzt. Nächsten Freitag hat Mama einen Termin gemacht und ich habe Augen. Also ich sehe in der Tafel nichts eigentlich. Warum ist das witzig? So hat es bei mir auch angefangen. Schade, das ist nicht mal witzig, aber warum lachen wir? Hab keine Ahnung. Elf Minuten. Ich bin nicht Gott. Alle 11 Minuten liegt eine ungeduschte Sahne auf dem Sofa und isst Chips. Das sind Witze, die ich bekomme. Mein Reh hat jetzt einen Vornamen. Kartenpups. Nein, Kartoffel. Schau, du kannst nicht mal lesen und du liest ab und das machst du doch schlecht. Mach's einfach nicht. Okay. Ich sag euch. Vielleicht sage gelb. Warum hast du gelbe Zähne? Hab ich nicht. Hast du? Schau, für jemanden, der sich einmal die Woche die Zähne putzt, brauchst du nicht reden. Sie putzt zweimal am Tag. Okay, das war ein bisschen zu hart. Geh zu deinem Papa. Zu deinem Papa kannst du auch schlecht sein. Wenn du schießt, dann schießt man halt zurück. Ja, zu deinem Papa kannst du auch schlecht sein. Also, mein Reh hat jetzt einen Vornamen. Der Vorname ist Kartoffelpü. Verstehst du? Nein. Du kennst auch Kartoffelpüree. Oh mein Gott. Ja. Er hat einen Vornamen. Deswegen heißt er Kartoffelpü. Was sagt ein Stern zu einem anderen Stein? Halt deine Stein, warte. Was sagt ein Stein zu einem anderen Stein? Halt deine Fresse, du Stein! Nein, hartes Leben. Was? Nein, okay. Was sagt ein Arzt zu einem stummen Patienten? Zu einem stummen Patienten? Ja. Das da. Nein. Oh, du weißt, was ein Stummer ist. Okay, ich sag's euch. Wir müssen reden. Er kann nicht. Warum reden. Lacht ihr? Das ist ich habe nicht gelacht. Das ist so. Mann, würde ich lachen, wäre ich ein herzloser Mensch. Du hast gegrinst. Nein, grinsen, danke, dass du sagst, ich habe gegrinst, aber ich habe nicht gelacht. Zano schmunzelt, ich grinse und du lachst. Und das sehe ich auf deinen Lippen. Was ist der Unterschied zwischen Spinat und Popel? Das, was du, Zano, immer machst, okay? Ja, ja, damit du weißt, was es ist. Okay, ich sag's euch. Kinder essen keinen Spinat. Was? Jo. Meinst du... Ja, Zano, du brauchst... Geh weg. Das ist dein Zeit. Also meinst du... Wieder essen? Ja. Ich mach das nicht. Ja, ähnlich. Zahn hat es noch nie gemacht. Das ist so ekelhaft. Wie kann man Popel essen? Alibaba? Nein. Hast du schon mal gemacht? Einmal. Ich wollte es probieren. Und hat es gut geschmeckt? Oh mein Gott. Ja, schon. Deswegen habe ich es mehrmals gemacht. Warum sagst du das einmal? Nein, nein, weißt du, was sie gesagt nein. hat? Nein! Hör zu, bitte, bitte, ich will dir das erzählen, bitte. Das ist ein guter Moment, bitte. Ich will dir das erzählen, hör zu. Sie hat gesagt, sie hat es einmal gemacht, okay? Und ich habe gesagt, warum? Sie sagt, sie wollte es probieren. Und dann habe ich gesagt, wie hat es geschmeckt? Sie hat gesagt, gut, deswegen habe ich es mehrmals gemacht. Sag doch, hör auf zu popeln. Ja. Für mich ist es eigentlich gesund. Warum? Was? Ich liebe es eigentlich. Schau, ich mach das immer aufs Duster. Dein Fuß essen? Ach du Scheiße. Neulich wurde der Friseur aus unserem Dorf verhaftet, da er Drogen verkauft. Bin echt geschockt, wie sehr man sich doch in Menschen täuschen kann. Bin 6 Jahre Stammkunde gewesen und hatte keine Ahnung, dass er Friseur ist. Hast du verstanden? Nein. Er hat bei ihm Drogen gekauft, was man auf keinen Fall tun sollte. Was ist den Finger Drogen? Weg. Und ist so was Leckeres zu essen? Nein. Nein, wie oft noch? Was sind Drogen? Es ist nicht lecker, aber ich weiß auch nicht, wie es schmeckt. Hä? Dann probiere ich einmal. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Lassen wir das. Aber ich habe alles. Ich will ja gerne alles probieren, was lecker ist. Deswegen nehme ich. Nein, Zahn, nein. Es ist nicht lecker, Zahn, Finger weg. Lecker. Was? Finger weg. Ich darf nichts essen? Nein, Drogen haben nichts mit Essen zu tun. Das ist etwas, was sind Drogen? Die machen dich im Kopf kaputt. Du bist dann komplett weg. Ja, ja. Ich hasse Drogen. Ich will keine Drogen. Check. Ich will aber Bier. Ich kein will Check. Okay, aber er hat mir erlaubt, im Autofahren eine Brötchen zu trinken. Du sagst jetzt, Papa hat mir erlaubt, beim Autofahren Bier zu trinken. Dachte ich auch. Ab 12 oder ab 13 trinke ich selbst. Also nicht. Nein, trinkst du nicht, sondern Red Bull ist auch schädlich. Ja aber Red Bull ist ganz normal. Ich weiß, nein. es ist schädlich, aber man muss. Es ist schädlich, vergiss das. Mit 13 vergiss das. Ich habe gesagt, nicht immer. Ich habe gesagt, nein, auch nicht sehr selten. Sag mal, schau, ich bin 23. Ja.
Du meinst, du trinkst sogar keinen Kaffee. Okay, Kaffee trinke ich mag Kaffee nicht, okay? Ich mag Kaffee. Ich hab auch. Und schau mal, wie schön meine Zähne sind. Was glaubst du, warum? Alibaba, schau sie ganz an. Bitte auf die Fresse. Was sagt ein Esel zu einer Giraffe? Nein. Alter, komm mal runter. Was? Und wenn jemand so zum Beispiel übertreibt, so voll sauer ist oder böse und dann rumschreit, dann sagst du, komm mal runter, okay? Ein Esel, der klein ist, sagt zum Giraffen, komm mal runter, weil er soll oben ist. Sagen? Das ist zweideutig, was? Soll ich dir sagen? Kannst du eben in Google schauen, aber Esel werden nie sauer. Kannst gerne in Google schauen. Darum geht es gar nicht. Was heißt, Esel werden nie sauer? Natürlich werden sie sauer. Komm schon, stell dir einen Esel vor und stell dir eine Giraffe vor. Warte, ich google mal, ob Esel sauer werden können. Komm, kannst du schauen? Oh mein Gott. Du hast Esel falsch geschrieben. Das ist die Mehrzahl, Sana. Da steht Fragen zur Halterung von Eseln. Ihr seid so blöd. Eseln werden nicht sauer. Okay, wie heißt eine Kuh auf Skiern? Auf was? Auf Schienen? Auf Skiern, also Skiern. Oh mein Gott, ich leite die Kuh! Nein, nein. Was? Ich sag's euch, Muschi. Alibaba. Ganz weißt, trocken. Alibaba, weißt du, was bedeutet das überhaupt? Nein, was denn? Das, wo es Frauen haben. Man nennt es eigentlich das und noch... Vagina? Vagina? Was ist Vagina? Und noch... Was ist schwarz und klopft an ein Fenster? Oh. Was? Ein Kind im Backofen. Was? Das ist nicht lustig. Da. Er meint, ein Kind ist im Backofen. Ja. Ich hab... Und du magst Babys. Ist egal. Es ist ein Kind oder Baby, ist wurscht egal. Stell dir vor, das ist ein Baby. Wie verhältst du dich? Aber das ist wirklich nicht lustig. Vielleicht ist die Mutter oder Papa blind. Stell dir vor, eine Mutter ist blind und die haben geschieden. Und sie macht das an. Und was passiert? Und sie ist noch da. Also übertreiben kann man es auch. Oh, der Witz hier ist ein super Beispiel dafür, dass ich jetzt Feminist bin und auch Witze über Männer mache. Oh, es ist Gott. Okay, man kann Männer verarschen, das ist okay. Wann ist ein Mann 1 Euro wert? Nein. Wenn er einen Einkaufswagen schiebt. Okay, ja. Ich kenne mich bei Männern nicht aus. Aber ich weiß, was sie haben. Schön. In welcher Schlacht starb König Friedrich I.? Also in welcher Schlacht starb König Friedrich I.? Antwort in seiner letzten. Ich will Wimpern mir machen. Ich will mir Wimpern machen. Sana, wir reden hier über König Friedrich. Du bist 12 Jahre alt. Bald 13. Nein, du bist vor einer Woche 12 geworden. Wie nennt man einen dünnen Frosch? Mago Quack. Habt ihr schon mal einen dünnen Frosch gesehen? Ja, aber... Nein, Mago Quack, ich hab's gelesen. Du hast es falsch gelesen. Es heißt Maga Quack. Mago Quack. Wie heißt der türkische Gesundheitsminister? Was? Wie heißt er? Wie? İzmir Übel. Gidi gidi haya! Zeig jetzt mir Cookies bitte. Oh mein Gott. Okay. Danke. Sind Zebras schwarze Pferde mit weißen Streifen oder weiße Pferde mit schwarzen Streifen? Ich würde sagen, weiße Pferde mit schwarzen Streifen, weil schwarz sich leichter auf weiß färben lässt, aber weiß auf schwarz nicht. Okay, wow, sah endlich mal ein intelligenter Gedanke. Findest du? Ich laber gerade scheiße. Ich finde das so, wenn man da durchdenkt und sich denkt, okay, wow, dann denkt man, okay, wow. Das ist nicht schlecht. Die Frage ist, du musst an Pferde denken, okay? Ich kenn. Du kennst auch Pferde. Kennst du mindestens ein Pferd? Bibis Blocksberg hat doch ein Pferd, oder? Nein, Bibis Blocksberg ist eine Hexe. Ja, sie hatte diese Wissenstab. Wie erkennt man eine männliche Schokolade? Ich sag's euch, an den Nüssen. Was? Mann, scheiße. Nein, meint er nicht. Was? Wie lautet der beliebteste Vorname in Polen? Keine Ahnung. Jakob. Nein. Mann. Antwort, Klaus. Woher? Sag mir. Ich bin jetzt Willi alles Spider-Man. Scheiße. Sagt der Patient zum Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Stuhlgang ist das, was Sarah Ali hat. Baba, okay, hör zu. Hey! Ja, ja, okay, Sarah hat es nicht. Du meinst, und warte. Sarah hat, oder? Ja, Sarah hat es. Jeder hat einen Stuhlgang. Ja, ey, jeder geht auf seinen Stuhl. Vielleicht okay. Habe ich heute ein paar Probleme mit meinem Stuhl. Okay, gut. Was?
Ich habe ein paar Probleme. Okay, ich hoffe, du hast es nicht hier. Und zwar. Album. Ich bin jetzt 12, mein Körper ändert sich. Das hat nichts mit deinem Stuhl zu tun. Oh, eigentlich schon. Der Stuhl ändert sich nicht. Früher war es. Also. Klein, dünn, also noch mehr klein, dünner. Meine Stuhl ist ganz schnell rausgekommen. Aber jetzt, als ich so groß und 12 geworden bin, wollte mein Stuhl nicht rauskommen. Was? Das habe ich damals also in Biologie gelernt. Sano, du scheißt einfach immer noch wie früher. Sagt der Patient zum Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Sagt der Doktor, das ist doch wunderbar, sagt der Patient, aber ich stehe erst um 7:30 auf. Hä? Was soll das heißen? Was labert er? Dass er sich im Schlaf in die Hose macht. Du verstehst das nicht? Du bist in der 12. Klasse. Mami, Mami, darf ich heute mit Opa spielen? Nein, du bist zu dumm. Der ist alt, er wird sterben. Nein, der Sarg bleibt heute zu. Oh mein Gott. Sag's mir. Er ist schon tot. Oh. Suche ihn. Riesen Opa, wenn ich nicht kenne. Oh mein Gott, dieser Witz. Oh mein Gott, diesen Witz. Ich schwöre dir. Dieser Witz war so gut. Der Witz ist so gut. Warte, okay. Ich muss den vorlesen, okay? Wie nennt man einen Vogel mit Tourette? Wie? Toilettevogel. Nein. Wellen. Statt Wellensittich. Du warst so blöd. Ja, ja. Grüß Gott, Leute. Hallo, Massi. Hallo, Massi. Wo ist das HDMI-Kabel? Bleib bei einem Witz da, dann sag ich dir, wo das HDMI-Kabel ist. Okay. Komm mal runter, ich sag's dir. Was sagt ein Pferd beim Psychiater? Mum. Nein. Nein, nein, nein. Warte, ich denke nach. Wo ist mein Pony? Was? Nein, nein, Massi, nein, nein, nein. Naja, wo ist mein Pony? Und sein Sohn, weil Pony ist doch Sohn vom Pferd, oder? Wenn sein Sohn gestorben wurde oder gekidnappt wurde, dann geht er zum Psychiater, weil er sich nicht gut fühlt, oder? Ja, nein. Was sagt ein Pferd beim Psychiater? Antwort, alle reiten auf mir rum. Hey! Ich fand meine Antwort viel witziger. Schön, dass du da warst. Nein, lass ihn noch da sein. Willst du noch einen Witz mitmachen? Okay. Was braucht ein Blinder im Schwimmbad? Sano. Oh, Sano, gib dein Handy weg. Ah. Ja, es ist mein Handy. Okay. Was sagt. Also, was braucht ein. Was braucht ein Blinder im Schwimmbad? Ich sag's euch. Seinen Stock, damit er die Tiefe des Wassers messen kann. Und danach sehen kann, okay, es ist 2 Meter. Nein, nein. Massi! Er braucht einen Seehund. Dann geh zu ihm. Ich bin kein Seehund, geh weg. Sano liest einen Witz aus ihrem Buch vor. Oh mein Gott. Hugo sagt seiner Mama, Mama, aus was besteht Milchschokolade? Was glaubt ihr? Aus Milch und... Natürlich, aus Milch! Was besteht dann Kinderschokolade? Was? Aus Kinder? Also, und Hugo fragt dann, woraus besteht dann Kinderschokolade? Ja, aus Kinder. Nein. Das hat die Mikabel ist bei der Nintendo Switch von Sano. Lorda, ey, Londana hat ein Kind geboren. Londana, Sano, sie hat ein Kind nicht gewonnen, sie hat es geboren. Lass mich kurz. Drück mal da. Was wäre Alibaba ohne das Video von Sano, wo sie Biene geritten ist? Kein YouTuber. Naja, wir haben auch andere gute Videos. Checkt es. Aber Alibaba. Die Biene ist viel mehr wert als dein YouTube-Kanal. Wieso nimmt eine Blondine eine Scheibe Brot mit aufs WC? Warum? Fürs Würstchen. Okay, die verstehe ich aber. Jo. Ja, ich kann nichts dafür. Du warst doch mal arschblond, oder? Hör auf! Erinnern wir uns an die Zeit, als Sahar arschblonde Haare hatte. Mhm. Das waren Zeiten, wo man Witze machen könnte über Sahar. Aber sie hat noch ein bisschen, schau. Nein, habe ich nicht. Wo bitte? Oh ja, man sieht so Überreste davon. Wo bitte? Oh ja, ohne. Ah ja, aber die sind jetzt eher braun. Also die sind jetzt. Also arschbraun. Braun. Weil ich habe die Uhr oft. Kannst du arschbraun sagen? Weil wenn sie arschblond waren, sind sie jetzt arschbraun, oder? Ich färbe sie aber vielleicht arschbraun dieses Jahr. Was? Arschbraun? Wer weiß. Also wie scheiße.
Wir warten. Oh mein Gott, liked dieses Video, damit Sarah sich die Haare arschbraun färbt. Ich mach mir vielleicht Balayage. Was? Balayage. Nein, Balayage. Was ist das? Das ist so Übergang. Was haben 70-jährige Frauen zwischen ihren Brüsten, was 20-jährige nicht haben? Ihren Bauchnabel. Das haben eigentlich alle. Das haben wir eigentlich alle. Auch ich. Schau mal. Ja, schätze es nicht. Sag es mir. Weil bei alten Frauen hängen die Brüste runter. Ja, das sind Hängetitten. Ich hab's doch nicht. Sag nicht das Wort. Das hört sich so falsch an. Hängetitten. Warum? Sag Hängebrüste. Das heißt, was hört sich so falsch an? Alle heißt die Brüste. Ja. Wenn ich eine hübsche Frau sehe, werfe ich ein Auge auf sie. Amar 53, Leprakrank. Ah, ich weiß, was du meinst. Er nimmt diese Augen. Was? Was? Oh, sexy lady. Ja, das, genau das. Ich will endlich das Kind in mir rauslassen. Anna 15, schwanger. Das geht eigentlich nicht. Oder wenn man Kaiserschnitt macht. Das geht. Woher kennst du Kaiserschnitt? Also das Ganze. Von Sarah Harrison wahrscheinlich. Nein, von Biologie. Sarah, du weißt schon echt zu viel, aber ja, es ist gut. Ich meine, sie bildet sich weiter. Man muss es wissen, wenn man groß wird. Ja. Hör auf zu popeln dabei. Man muss es wissen, wenn man groß wird. Sarah, ich glaube, diesen Witz können wir nicht lesen. Darf ich lesen? Dann gehe ich schon, weil ich muss alles wissen. Und wieder haben wir einen Witz, für den ihr mir auf Insta schreiben könnt, damit ich ihn euch schicke. Magst du Tee? Titten? Magst du Tee? Ja. Welchen? Brüste-Tee. Sondern wirklich dich als Schwester zu haben, ist einfach unglaublich lustig. Unglaublich lustig. Und meine Damen und Herren, das war der letzte Witz. Das war der letzte Witz. Das war's mit dem Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Es war wieder mal ein cooles Video. Es hat Spaß gemacht. Folgt mir auf Instagram und meldet mich auf Snapchat, um mir in Zukunft Witze schicken zu können für diese Episoden. Wir sind aktuell sehr aktiv und wir bedanken uns auch bei dem Geschöpf hier, weil sie ist aktuell viel am Lernen, aber nimmt sich auch die Zeit. Genau, dankeschön. Lasst einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat oder ihr mindestens einmal gelacht habt. Dang girl, meine Locke. Seht ihr das, die Locke? Lasst ein Abo da, das ist wichtig, denn die 100.000 Abos sind so, wir sind so knapp dran, wir sind bald da, okay? Dann würde ich nur noch sagen, das war's, auf Wiedersehen und hasta la vista!